sein? Mhm. Gut, dann, wenn es euch recht ist, kommt der 36. Wochenspruch. In meines Wesens Tiefen spricht zur Offenbarung drängend geheimnisvoll das Weltenwort. Erfülle deiner Arbeit Ziele mit meinem Geisteslichte, zu opfern dich durch mich. Also das Weltenwort ist letztlich der Christus selber, also die gestaltende Wesenheit in der Welt im Grunde. Also der Christus ist ja sozusagen der Weltenbaumeister schlechthin, also daher zu finden in den Naturgesetzmäßigkeiten, in allem, was sich draußen tut, aber eben auch in uns. Und langsam, jetzt in dieser Zeit, kann das am besten erwachen, das Bewusstsein dafür, dass wir in unserem Geistigen ja auch dieses Weltenwort vernehmen können. Und dass wir unserer Arbeit Ziele, also das, was wir jetzt beitragen zur Welt, ja, wie soll ich sagen, in Einklang bringen mit dem Weltenwort. Wir können vermehren etwas, wir können etwas dazugeben, aber es ist halt wichtig, dass es nicht einfach irgendein Irrläufer in dem Ganzen ist, sondern eingebettet in das ganze Gefüge des Weltenwortes. Das wäre jetzt ein Riesenthema, Weltenwort und Christus, wie hängt das zusammen? Aber es ist sehr wichtig, ich meine, man kann in der Sprache zumindest, kann man sehr gut, wenn man aufmerksam ist und die tiefere Ebene der Sprache betrachtet, kann man wunderbar mitkriegen, wie da formende Kräfte drinnen sind, die man überall in der Natur findet. Also die Sprache ist eben alles andere als zufällige Lautzeichen, mit denen man ganz beliebig die Dinge draußen bezeichnet. Das mag heute vielfach der Fall sein, weil sich die Sprache sehr von ihrem Ursprung entfernt hat. Aber der Ursprung ist der, dass man in der Sprache die bildenden, formenden Bewegungen, die in der Natur wirken, im Grunde nachahmt mit der eigenen Sprachtätigkeit, mit der eigenen Beweglichkeit. Man muss denken, die Sprache wurde ursprünglich im ganzen Körper empfunden. Empfunden eben, wie wir in diesem Sinne aus der Sprache herausgebaut sind, wie das dieselben Kräfte sind, die halt unseren Organismus bauen, aber auch alle anderen Organismen und Erscheinungen in der Natur draußen, die wir halt verkleinert dann in unsere Sprachbewegung hineinlegen. Also ursprünglich war das ein starkes Bewusstsein dafür da, halt ein sehr dumpfes Bewusstsein, aber ganz klar, heute denkt man, das sind abstrakte Zeichen, abstrakte, völlig beliebige Zuordnungen. Das vom Ursprung her stimmt das aber eben überhaupt nicht. Also in der Sprachgestaltung kann man das wirklich ganz, ganz toll miterleben. Ganz, ganz vorurteilsfrei kann man das miterleben, wie da gestaltende Kräfte drin wirken. Und es geht halt darum, dass wir eben ein bisschen eintauchen in das und aus dem heraus schaffend tätig werden dann in der Welt. Das heißt im Einklang mit dem Weltenwort, nicht als ständige Kollision damit, als Widerspruch. Und dann bereichern wir die Welt, das ist mit dem Opfern gemeint. Also opfere etwas, das heißt bringe etwas geistig hervor, gib es von dir weg, lass es in die Welt strömen. Und Opfer heißt aber nicht, dass man ärmer wird dadurch, sondern im Gegenteil, indem man eben diese geistige Kraft entwickelt und das verschenkt an die Welt, wird man innerlich reicher, fähiger, kommt eigentlich auch mehr zu sich selbst in Wahrheit. Also das Opfer ist zugleich ein Geschenk, das man sich selber machen kann. Ich lese es noch einmal. In meines Wesens Tiefen spricht zur Offenbarung drängend, geheimnisvoll das Weltenwort. Erfülle deiner Arbeit Ziele mit meinem Geisteslichte, zu opfern dich durch mich. In diesem Sinne, 36. Wochenspruch. Ja, danke, Wolfgang. Danke. Gerne. Danke, Wolfgang. Wir stehen im 7. Vortrag drinnen.
waren da bei der Insektenwelt irgendwo, also Bäume waren wichtig, Bäume als, ja, wie soll ich sagen, als Wesenheiten, die das Astralische sammeln, also die seelischen Kräfte, da, die überall wirken drinnen. Und eng verbunden damit ist die Insektenwelt, das hatten wir. Also die Insekten, die Bäume oder auch natürlich im Kleinen die Blumen umschwärmen, sind ja eigentlich ein totales äußeres Bild für das Astralische, was da herumgeistert. Und zwar wirklich als gestaltende Kraft. Und die Vögel sind quasi so der Insektenersatz für die Bäume. Genau. War da nicht auch die Rede von der Verstärkung der Astralisierung, also wie eine Unterstützung? Genau. Und zugleich ein bisschen ein Abdämpfen des Lebendigen unter der Erde, was vielleicht sogar zu viel sein könnte. Weil man muss denken, wenn eine Pflanze oder was nur aus den ätherischen Kräften, also aus den Lebenskräften herauswachsen würde, dann würde sie nicht einmal bis zur Blüte kommen. Also dann hätte man wirklich nur die relativ primitiven Urpflanzen, Farne oder irgend solche Sachen, die das gar nicht bis zur richtigen Blüte bringen. Also die Blüte, jetzt, das ist ganz deutlich die Äußerung des Astralischen. Und wenn es zu viel wird, also dann in der Fruchtbildung natürlich überhaupt, Frucht- und Samenbildung, das ist wie ein astralischer Verbrennungsprozess, aber der ist halt nicht Zerstörung, sondern der bringt eigentlich was ganz was Tolles hervor. Aber dazu muss das wuchernde Leben im Grunde zurückgedrängt, eingebremst werden. Damit aus dem Wuchernden, was vielleicht wie so eine, den Schoß bildet, auch was Fruchtendes oder ja, was Ja, Blühendes, ja. das Feine, das Geschlechtliche und dann die Frucht daraus entstehen kann. Das ist ja Genau. eine Wandlung, ne? Ist erstmal Das dieses ist eine Wandlung, ja, genau. Blatt- und Stängel- und Dickenwachstums, das ist ja eine ganz andere Geste Ja, als das zur Blüte hin. und man kann ja dann sehen, wo jetzt das Astralische dann noch stärker hineinwirkt, dann sieht man das aber eigentlich auch so, sogar schon an den Blütenbildungen. Wie dann Giftpflanzen entstehen. Also die Gifte sind ja, also die Pflanzengifte, auch die Tiergifte im Übrigen, sind ja im Grunde sowas wie ja, Eiweißstoffe, aber zersetzte Eiweißstoffe. Im Grunde aus dem entsteht das. Und das entsteht aber durch den astralischen Einfluss. Und wenn das stärker wird, kriegt es halt eine Giftwirkung, aber in kleinen Mengen kann das eben gerade auch eine Heilwirkung sein. Also das heißt, gerade Heilpflanzen sind diesbezüglich auch durchaus interessant, weil da eben auch eine gewisse astralische Wirkung drinnen ist, die es zu einem leichten Gift, aber sprich gleich Heilmittel macht, Anregung macht. Also es geht über das bloß Vegetative hinaus, weil das Vegetative ist Wachstum, 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 im Grunde mehr oder minder immer das Gleiche wiederholend. Und da wird dann ein ziemliches Level gegeben, weiter ginge dann die Entwicklung nicht, wenn nicht das Astralische reinwirken würde. Ja gut, wollen wir. No, nochmal die Frage wegen der Kameraposition. Kann man den ganzen Laptop bei euch ein bisschen drehen, weil neben Margarita noch so viel Platz ist? Und ich habe jetzt. Notarien. Ne, das ist andere Richtung. Genau die andere Richtung. Aha. Noch. Dass ihr in der, wirklich in der Hier ist Mitte. jetzt Margarita aus dem Bild draußen schon. So, also warte. Nee, bei uns, bei mir nicht. Mach mal weiter, bitte. Ich sag euch, wann ich euch beide im Bild habe. Ja, perfekt. Jetzt seid ihr beide im Bild für mich. Allerdings, ich sehe jetzt nur mehr mich. Ja, Bei mir ist die ich Margarita verspreche weg. dir, sie ist auch drauf. Okay. Oder Und mir auch, Christian? ja. Ja.
Mir Das ist ist perfekt. alles sehr recht. Gut. Witzig, dass das da ganz unterschiedlich ist. Ja. Tja, wir waren gekommen bis zum, da geht's weiter mit, dann können wir wieder sagen, ne? Also, Genau, ich habe ganz das als genau. Absatz 24. Absatznummer habe ich nicht, aber es ist der richtige auf jeden Fall, ja. Darf ich da mal anfangen? Ja, gerne. Gerne. Sehr gerne. Dann können wir wieder sagen, auch die Würmer- und Larvenwelt, die steht in einer Wechselwirkung zum Kalk der Erde, also zum Mineralischen, die Insekten- und Vogelwelt, alles dasjenige, was da flattert und fliegt, das steht im Wechselverhältnis zu dem Astralischen. Das, was unter der Erde ist, die Würmer- und Larvenwelt, steht im Wechselverhältnis zum mineralischen und namentlich zum kalkigen Wesen. Und dadurch wird in der richtigen Weise das Ätherische abgeleitet, was ich Ihnen von einem anderen Gesichtspunkte vor einigen Tagen gesagt habe. Es obliegt dem Kalk diese Aufgabe, aber er übt diese Aufgabe in Wechselwirkung mit der Larven- und Würmerwelt aus. Ich interessiere mich ja besonders für Regenwürmer. Von daher finde ich das, aber können wir vielleicht gleich nochmal drauf kommen. Ja. Ich lese nochmal weiter. Sehen Sie, wenn man das, was da angeführt worden ist, von mir mehr spezialisiert, dann kommt man noch auf andere Dinge, die durchaus einmal, ich würde sie mir nicht mit einer solchen Sicherheit auszuführen getrauen, in der instinktiven Hellseherzeit gefühlsmäßig ganz richtig angewendet worden sind. Nur hat man dafür die Instinkte verloren. Der Intellekt hat eben alle Instinkte verloren. Der Intellekt hat eben alle Instinkte ausgerottet. Die Schuld des Materialismus ist es, dass die Menschen so gescheit, so intellektuell geworden sind. In der Zeit, in der sie weniger intellektuell waren, waren sie nicht so gescheit, aber viel weiser, und sie wussten aus dem Gefühl heraus, die Dinge so zu behandeln, wie wir sie wieder bewusst behandeln müssen, wenn wir nun durch etwas, was auch wieder nicht gescheit ist, Anthroposophie ist nicht gescheit, sie strebt mehr nach Weisheit. Wenn wir so auf diese Weise vermögen, uns der Weisheit für alle Dinge zu nähern, nicht bloß in dem abstrakten Geleier von Worten, der Mensch besteht aus physischem Leib, Ätherleib und so weiter. Dass man auswendig lernen und ableiern kann wie ein Kochbuch. Aber darum handelt es sich nicht, sondern es handelt sich darum, dass man die Erkenntnis dieser Dinge wirklich überall einführt, dass man sie überall drinnen sieht, und dann wird man angeleitet, namentlich, wenn man in der Weise, wie ich es Ihnen auseinandergesetzt habe, wirklich hellsichtig wird, nun wirklich zu unterscheiden in der Natur, wie die Dinge sind. Vielleicht bis hier erstmal. Geht mal weiter, ja, Christian? Zur Wiederholung, ja. Ja. Dann können wir wieder sagen, auch die Würmer- und Larvenwelt, sie steht in einer Wechselwirkung zum Kalk der Erde, also zum Mineralischen, die Insekten- und Vogelwelt, alles dasjenige, was das Astralischen, das, was unter der Erde ist, die Würmer- und Larvenwelt, steht im Wechselverhältnis zum Mineralischen und namentlich zum kalkigen Wesen, und dadurch wird in der richtigen Weise das Ätherische abgeleitet, was ich Ihnen von einem anderen Gesichtspunkte vor ein paar Tagen gesagt habe. Es obliegt dem Kalk diese Aufgabe, aber er übt diese Aufgabe in Wechselwirkung mit der Larven-
Rundwürmerwelt aus. Sehen Sie, wenn man das, was da angeführt worden ist von mir, mehr spezialisiert, dann kommt man noch auf andere Dinge, die durchaus einmal, ich würde sie mir nicht mit einer solchen Sicherheit auszuführen getrauen, in der instinktiven Hellseherzeit gefühlsmäßig ganz richtig angewendet worden sind. Nur hat man dafür die Instinkte verloren. Der Intellekt hat eben alle Instinkte verloren. Der Intellekt hat eben alle Instinkte ausgerottet. Die Schuld des Materialismus ist es, dass die Menschen so gescheit, so intellektuell geworden sind. In der Zeit, in der sie weniger intellektuell waren, waren sie nicht so gescheit, aber viel weiser. Und sie wussten aus dem Gefühl heraus, die Dinge so zu behandeln, wie wir sie wieder bewusst behandeln müssen, wenn wir nun durch etwas, was auch wieder nicht gescheit ist, Anthroposophie ist nicht gescheit, sie strebt mehr nach Weisheit, wenn wir so auf diese Weise vermögen, uns der Weisheit für alle Dinge zu nähern, nicht bloß in dem abstrakten Geleier von Worten, der Mensch besteht aus physischem Leib, Ätherleib und so weiter, dass man auswendig lernen und ableiern kann wie ein Kochbuch. Aber darum handelt es sich nicht, sondern es handelt sich darum, dass man die Erkenntnis dieser Dinge wirklich überall einführt, dass man sie überall drinnen sieht und dann wird man angeleitet, namentlich, wenn man in dieser Weise, wie ich es Ihnen auseinandergesetzt habe, wirklich hellsichtig wird, nun wirklich zu unterscheiden in der Natur, wie die Dinge sind. Was wolltest du sagen mit den Würmern, François? Naja, also man sagte, Würmer, ne, als Kuh in der Erde sozusagen, nicht auf dem Erdboden stehend. Und ja, und wenn man schon alleine das Wirken von Würmern rein mechanisch anschaut und schaut, es gibt ja Würmerarten, die vertikal hoch und runter sich bewegen. Was das schon bedeutet, also alleine mechanisch der Stofftransport oder die Belüftung, ja, dieses Hoch und Runter und tief in die Erde, was das bedeutet. Und wenn man jetzt aber zu, nicht nur zum Stofftransport kommt, also die Ausscheidungen des Wurmes haben ja auch eine düngende Wirkung. Und du kannst ja dann Stoffe verlagern, ne? Also von oben nach unten halt und umgekehrt. Dann halt auch zu dem Thema des Astralischen, ja, in welcher Beziehung denn das steht, wie das jetzt mit Kalk und Würmern und diesen Larven zusammenhängt. Ja, weil der Kalk hat ja immer diese starke Beziehung zum Astralischen. Steiner, manchmal ist den Begierdenkerl angesprochen hat. Den Kalk. Aber was er da auch anspricht in dem Absatz, ist, dass alles, was früher die Menschen durch Instinkt wussten, muss man jetzt umwandeln in ein Bewusstes, Ja, in ein Bewusstsein. genau. Also mit Instinkt weiterzuarbeiten würde nicht Es länger funktioniert, na, funktionieren, also dieses funktioniert ja nicht mehr. Auslaufmodell. Ja. Das heißt, heute muss man dahin kommen, dass man es wirklich auch bewusst ergreift und erklären kann. Genau. Also das war eine Notwendigkeit, durch den Intellekt zu gehen. Ja, sicher. Eine Frage. Also ich kann nur sagen, ich seit letzter Woche betrachte ich einfach die Insektenwelt, weil mit der hadere ich seit ewigen Zeiten.
Und ich betrachte irgendwie die Insektenwelt anders. Was meinst du mit hadern? Also. Es ekelt mich unglaublich. Okay. Also da bin ich ja sicher nicht alleine, nur ich habe Spinnen und wohl, solche ja, Sachen. war Aber auch Spinnen wir. sind ja keine Insekten. Ne? Muss man nochmal trennen. Bitte? Spinnen sind ja, glaube ich, keine Insekten, ne? Ja. Ja, aber alles, was eben so kreucht und fleucht, Mhm. auch in der Erde, also von Regenwürmern angefangen, Larven, alles, was so in der Erde kriecht oder auf den Bäumen. Und das ich, letzte Woche ist mir einfach da eine Offenbarung aufgegangen, wie wichtig sie sind, wie unglaublich wichtig. Ja. Na, also die Regenwürmer in unserem Erdboden, die liebe ich. Wir hatten Jahrzehnte fast, kann man schon sagen, oder jedenfalls Jahre, einfach eine fürchterlich schlechte Erde im Garten. Und wir haben dann wirklich sie neu aufgebaut, frisch und eine frische Erde darüber, also so doch ziemlich, ziemlich viel. Und seitdem wir das gemacht haben, erstens gedeiht alles wirklich. Und wenn es ein bisschen hineingabst, da tummeln sich die Regenwürmer, das ist richtige Freude. Das ist eine richtig schöne schwarze Erde und da drinnen die rosafarbenen Regenwürmer, das ist auch, und das ist richtig, richtig schön. Und ich bin eigentlich gar nicht einer, der so gern in der Erde wühlt, aber das macht mir richtig Freude. Ja, und vor allem ja auch die Laufkäfer. Ja, so eine ganz bestimmte ja, Art von Käfer, die sind, ist auch eine Indikatorart für die Biodiversität. Also die geben dann auch Auskunft, wenn man viele von denen hat, die Biodiversität auch ziemlich hoch. Ja. Was sind Laufkäfer? Ja, da gibt es verschiedene. Also es gibt ja die Überordnung Käfer und dann wie sich das nochmal genau unterteilt. Also ich glaube, die Anzahl der Beine spielt da auch eine Rolle. Wie genau jetzt Laufkäfer klassifiziert werden, kann ich auch nicht sagen. Ja, Also ja, ja, ja. nochmal eine. Aber ein Beispiel, eine Art, die man ein, die jeder kennt oder kennen könnte. Fällt mir der Name nicht ein. Das ist so ein Käfer, der hat so ganz lange Fühler. Mal. Ja gut, gegen eine Hausaufgabe. Aber ich verstehe, wie das mit den Laufkäfern ist, ja. Stimmt. Ja, muss man schauen. Ja, ich glaube, da wurdelt einiges herum. Und Margareta, glaubst du, dass du der Insektenwelt künftig irgendwie entspannter entgegentreten kannst? Oder erstmal mit mehr Interesse? Ich meine, mit einem anderen Bewusstsein, weil ich habe mir gerade jetzt gedacht, das ist ja sicher, bin ich nicht die Einzige auf der Welt, die einfach bei Insekten Antipathie einmal empfindet. Wenn du die Schmetterlings- und Vogelwelt betrachtest, das ist jedem sympathisch. Das ist hübsch, das ist schön, das singt, das ist einfach nett. Da ist sehr viel Sympathie und Antipathie. Also ich kann mir nicht vorstellen, oder wenige Leute werden ein Wohlgefühl haben, wenn jetzt die Laufkäfer oder Käfer und Larven irgendwo sind. Also das ist, glaube ich, nicht so, so. Es sind keine sympathischen Wesen. Und ich betrachte sie einfach anders. Ich meine, ich spinne kurz, habe keine Insekten. Aber. Auch Käfer, ich meine, ich rede mit ihnen und schicke sie dann hinaus aus der Wohnung, sage ich jetzt einmal. Ins Nebenzimmer. Bitte? Ins Ja, ins Nebenzimmer. Nebenzimmer. Ich sage ihnen bitte nicht Sie hier, dürfen draußen in der sondern Natur. Ja gut, im okay. Zimmer muss ich es auch nicht haben. Also. Und ich erlebe das so, dass es total auf den Kontext ankommt. Also wenn man so einen Wohnraum hat, der einem heilig ist, in dem Sinne, dass man es so ganz sauber haben will,
Ja. So ganz gepflegt. Und da sind ja dann Tiere in der Art eher schon eine Störung. Und hingegen im landwirtschaftlichen Kontext zum Beispiel, also Bauernhof ganz einfach, Ja. wo draußen und drinnen so ein bisschen auch fließend die Übergänge sind. Also das heißt, wo Dreck auch in der Kantine ist zum Beispiel, oder ne, wo man das außen rein nimmt ein Stück weit und das gar nicht verhindern kann. Also so fließende Übergänge von wo hört der Stall auf, wo fängt er an, weil das einfach Pfützen, Matsch und so weiter. Und da lernt man dann irgendwann, ja, dann lässt man ja los. Ne? Man kann ja nicht anders und entspannt sich. Und wenn da dann die Überschneidungen sind, so erlebe ich das, dann kann man ganz gut damit leben, bis zu einem gewissen Grad und sagt, ja, das ist jetzt nicht so schlimm, weil eben war ich noch draußen, hatte die Hände in der Erde, jetzt bin ich in dem Bereich, der aber nicht ganz so steril ist und nicht so abgeschottet ist und da fließt das eher so. Und was du zum Beispiel auch sehen wirst in der Landwirtschaft, was ich so kennengelernt habe, wenn die Leute dort, die ziehen auch mal sowas aus der Erde, streifen es zweimal am Kostüm ab und beißen rein, ja, also in eine Möhre oder so, ne? Oder das fällt ein Apfel auf den Boden oder so. Den nimmt man dann halt so. Also diese Toleranz ist eine ganz andere. Und wenn man das nicht so kennt, dann findet man das erstmal so, oh. Ist ja nicht sauber, Und Getier, ne, bei der Arbeit ist ja dann überall dann. Na, ich habe nur voriges Jahr ein Erlebnis gehabt mit eben Engerlingen im Gartenbereich in einem Blumentopf, weil ich habe das einfach ausgegraben und sollte was Neues einsetzen in diesen Topf. Und habe eben in der ganzen Erde im Topf waren Engerlinge im Frühling. Und mich hat aber sowas von geekelt, ich bin einfach fast in Ohnmacht gefallen, jetzt sprichwörtlich. Und das hat einfach eine andere, für mich jetzt einen anderen, ich würde es anders betrachten. Ich würde anders rangehen. Wovor mich nie, ich meine, das ist jetzt ja Ich-Botschaft, aber wovor mich nicht ekelt, sind zum Beispiel Ameisen. Mit denen habe ich kein Problem, mit denen, also auch wenn sie in der Wohnung sind, versuche ich sie. Das klingt jetzt vielleicht komisch oder etwas kindlich oder naiv, aber ich versuche mit ihnen zu reden. Bitte sucht euch draußen euren Platz, aber nicht in meiner Wohnung. Aber ich habe kein Problem mit Ameisen. Bienen sowieso nicht, aber das ist eine eigene Geschichte. Bienen und Wespen haben, glaube ich, einen eigenen Kosmos. Das betrifft einen eigenen Kosmos, glaube ich. Ja, die Ameisen sind ein Aber eigener Kosmos, ich meine sie. Würmer sind für mich wirklich ganz, ganz, ganz grenzwertig. Naja, Gott, ist es so, natürlich Bienenstaat und so ganz besonders, aber eben Ameisen auch und so. Da steckt ja in dieser Ameisengemeinschaft, in dem Ameisenbau oder in der Ameisengesellschaft ja unglaubliche Weisheit eigentlich drinnen. Und es ist ja toll zu sehen, wie koordiniert das alles abläuft. Und ich meine, mussten leider einen großen Kastanienbaum mit wirklich so einem Stammdurchmesser, musste man umschneiden, weil der war unten völlig ausgehöhlt und zu einer Ameisenkolonie gemacht. Und jetzt sprießt aus den Wurzeln, die in der Erde geblieben sind, weil die waren natürlich unheimlich verzweigt, sprießt jetzt ein kleiner neuer heraus. Aber das war Wahnsinn, der Bau, der war riesig. Eine weitere Frage, die mir jetzt aufgetaucht oder die ständig auftaucht, was ist jetzt zum Beispiel mit Insekten, die eine Pflanze wirklich kaputt machen? Also die als Krankheit quasi die Pflanze verderben oder zum Sterben bringen. Naja, Sei es jetzt bei Gemüsepflanzen oder die eben, das waren ja die Miniermotte, die einfach das kommt an, den naja. Baum krank macht. Was ist so? Da ist irgendwas zu viel, Naja, da da ist ist aus was, dem Gleichgewicht da ist offensichtlich, alles aus ja. dem Gleichgewicht, da ist Ja. das Seelische aus dem Gleichgewicht und das
Australisch aus dem Gleichgewicht, Ja, komplett. ist ein gutes Verhältnis. Lebensgehälfte ist ein ätherisches zum australischen, ist das stimmt dann irgendwo nicht. Es erinnert mich jetzt, oder ich würde dazu sagen wollen, naja, wie ist es denn, wenn die Bakterienkulturen, die uns Menschen auch besetzen, von außen, von innen, da sagt man ja, so ein schlechtes, also ein, in Anführungsstrichen, schädliches Bakterium ist gar nicht das Problem, sondern man muss gucken, in welchem Zusammenhang das steht. Wie sind die Ja, anderen förderlichen Bakterien? ja. Also die Waage habe ich da so vor Augen. Ja, das Ja, heißt, ja. Schädlinge darf es immer geben, nur ist alles an seinem richtigen Platz, ist es ausgewogen oder fehlt es an Gegenkräften, sodass das Schädliche überwiegt und dann, ja, dann kann man nichts machen. Ja, klar, weil unser Mikrobiom ist so reichhaltig und es ist alles da im Grunde an förderlichen, aber auch an hemmenden Bakterien und was immer es ist. Und wenn das normalerweise ist, das im richtigen Gleichgewicht, dann ist das unerlässlich für ein gesundes Leben eigentlich. Nur wenn es aus dem Gleichgewicht kommt, dann fängt halt irgendeine ungute Art zu dominieren an. Dann nimmt ein anderer den Raum weg, dann wird es ungut. Das hast du ja alles. Ich meine, auch bei ansteckenden Krankheiten oder so, die jetzt durch Bakterien oder was verursacht sind. Es gibt im Grunde keinen Schutz vor der Ansteckung durch äußere Maßnahmen. Und es sind berühmte Versuche, die schon im 19. Jahrhundert der Billeroth gemacht hat. Also Billeroth, eigentlich ein Deutscher, der aber dann in Österreich, in Wien, lange gearbeitet hat und mit Tuberkulose hat. Er hat seinen Studenten gesagt, gut, also wer traut sich in das Bett zu legen, wo gestern der Patient an Tuberkulose verstorben ist? Ja, Angst und Ding. Und einer hat dann gesagt, ja, ich fürchte mich zwar, aber ich tue es. Und er hat wirklich Tuberkulose bekommen. Und der Gag an der Sache war, dass ihm der Billeroth nachher gesagt hat, in dem Bett ist niemals ein Tuberkulose-Kranker gelegen drinnen. Überhaupt nicht. Nur durch seine Angst oder durch sein seelisches Ungleichgewicht hat die Tuberkulose-Bakterien, die sowieso immer da sind, gefördert sozusagen. Hat die aktiviert. Hat sie aktiviert. Also da spielt unheimlich die seelische Verfassung eine Rolle, die hat eine starke Auswirkung darauf, welche dann das Übergewicht kriegen. Ist eigentlich tragisch, Ja, naja, weil der konnte dann, glaube ich, eh kuriert werden. Also, es war nicht so schlimm, aber nein, aber ich meine tragisch in der heutigen ne, Zeit, ja. bitte, weil das sind 99% aller Krankheiten oder Krankheiten, Ansteckungen, muss ich hinterfragen, wo das seelische Gleichgewicht mitspielt. Ja, und jedenfalls das einseitig jetzt irgendeine bestimmte Bakterienart jetzt oder irgendwas mit Antibiotika oder solchen Sachen zu bekämpfen, das wissen wir mittlerweile eh deutlich, dass das sehr grenzwertig ist. Erstens werden die sehr schnell resistent gegen die Antibiotika und im Grunde ist die Zeit der Antibiotika schon fast vorbei, weil man nicht mehr nachkommt, noch wirksame zu entwickeln, gegen die ganzen Dinge nicht mehr resistent sind. Weil die haben natürlich eine unheimlich hohe Vermehrungsrate und laufen damit einen sehr schnellen Evolutionsprozess durch und passen sich sehr, sehr schnell an, halt an die Dinge. Kennt man ja, oder die ganzen Krankenhauskeime und diese Geschichten. Also Und das infiziert. ich würde dann auch Ja. den Unterschied machen, dass wenn jemand eine bakterielle Problematik hat und ist auf Antibiotika angewiesen, dann ist es eine Sache. Manchmal muss man das ja machen. Ja. Aber was anderes ist zum Beispiel bei der Produktion von Geflügel, ich mag das Wort Produktion schon nicht, wenn ich das von vornherein so konzipiere, dass es gar nicht anders geht, ohne die regelmäßige Gabe von Medikamenten. Weil es eben in dieser Verdichtung unbedingt zu Bakterienkrankheiten kommt. Das finde ich, ist die Sünde eigentlich.
Ja, natürlich, ja, Dass man das natürlich. quasi im Konzept integral hat, nach dem Motto, ja, wenn ich das so komprimiert mache, muss ich Antibiotikum nehmen. Ja. Und das ist ein No, also das finde ich, ja, das ist eine Sünde irgendwie. Eben, und ich kann durchs Antibiotikum nicht diese Sünde sozusagen auslöschen in Wahrheit. Ich kann natürlich jetzt kurzfristig darauf schauen, dass trotzdem mal die Hühner nicht alle wegsterben, aber langfristig gesehen wird die Resistenz kommen und dann nützt es einfach nichts mehr. Und man kommt einfach nicht mehr nach mit Antibiotika produzieren, die noch wirksam sind. Und Und da das ist auch. heißt, in den wenigen Fällen, wo man es auch bei Menschen wirklich braucht, wo es notwendig ist, wirken es dann aber auch nicht mehr, weil die Bakterien resistent sind. Das heißt, ist vielfach schon die Rede davon, dass die Ära der Antibiotika vorbei ist. Und wie lange bitte verwenden wir es? Seit so Zweiten Weltkrieg ungefähr. Was ist die Alternative? Naja, im Moment ist die nächste Ding die Bakteriophagen. Also das sind die Bakterienfresser, das sind Viren, die Bakterien fressen im Grunde oder beeinträchtigen. Aber es wird an dem Ding nichts ändern, dass es immer ums Gleichgewicht geht. Wenn ich massiv darüber fahre und sage, mit dem wir jetzt alles ausrotten, was an gefährlichen Sachen gibt, dann kommt im Endeffekt aber genau das Gegenteil heraus, dass extrem resistente Stämme entstehen. Ich sehe so ein Grundproblem im Bekämpfen wollen. Also wenn Ja. du in der Fernsehwerbung schon siehst, ja, halten Sie Ihren Haushalt besonders hygienisch für Ihre Liebsten, da werden so Kinder gezeigt und ja, in einem schönen Licht und alles gesund und dann sieht man eine Frau überall Sakrotan oder Ja. ähnliches Desinfektionszeug sprühen, ja. Also diese Idee, dass man vorauseilend für eine sauberere Ja, Atmosphäre ja. schaffen Ja, kann. ja. Und Ja. da ist ja schon das Eingreifen in ein Gleichgewicht, findet da schon statt. Nach dem Natürlich, ja. Motto, wie so ein Scheinwerfer auf dem Auto oder wie eine Bugwelle an Sicherheit. Ja, ich desinfiziere alles um mich herum, aber schaffe dadurch eine, ja, vernichte Gleichgewichtselemente im Prinzip. Ja, genau. Und das erwischt sich früher oder später. Ganz klar. Ist ja auch eben gerade bei Kindern. Also wenn die so in einer voll hygienischen Atmosphäre nur aufwachsen, haben sie es unheimlich schwer, ihr Immunsystem wirklich auszubilden. Weil das braucht die Auseinandersetzung. Und dann mal wirklich in die Erde greifen und dann mit den Fingern jetzt in den Mund fahren oder was, ist nicht das Schlechteste. Weil die Erfahrungen müssen gemacht werden. Also Immunsystem muss laufend trainieren, sonst verliert es die Ja. Kondition und die Fähigkeit. Ja, und da ist offenbar noch im Immunsystem noch mehr Weisheit drinnen, als was wir heute halt an künstlichen Abwehrmaßnahmen ergreifen. Das unterschätzt man heute. Halt. Das ist ein bisschen, erinnert mich das jetzt an das, was der Steiner da sagt, der Unterschied zwischen Gescheitheit Weisheit. und Weisheit. Das Immunsystem ist weise, sehr weise im Grunde, also wenn man das so nennen will. Also, das heißt, es kann eigentlich gut mit dem umgehen. Und manchmal ist es vielleicht notwendig, es zu unterstützen, aber wenn ich es ersetzen will durch die Produkte, die wir aus unserer Gescheitheit machen, sehr einseitig einzugreifen in die Dinge, dann wird es sehr schnell zum Problem. Trotz momentaner kurzfristiger Erfolge, aber langfristig erreiche ich genau das Gegenteil, also eine Schwächung eigentlich des Organismus. Und er wird abhängig von den Mitteln, aber die helfen dann halt nicht mehr. Und dieser Trend zum Impfen wollen ist auch eher so ein Verstandesdenken. Auch Ja. dieses, ja, also das Problem wegimpfen. So. Aber was das dann, wie das dann zurückschlägt, das Imperium des Immunsystems, das Ja. wird man dann ja sehen, ne? Aber das ist nicht Ja. gerade weise, wenn man Dinge tut, wo man nicht weiß, was die Konsequenzen sind. Das
Erinnert mich ein bisschen an einen Zauberlehrling. Wir probieren vieles, also von dem wir nicht wissen, was es wirklich tut. Ja. Sollen wir Aber mir weiter? stellt sich Ja, ja so. schon, ja, also mir stellt sich ja schon die Frage, wie man dann wirklich da auch wieder hinkommt. Also es ist ja schon auch ja erstmal ein Umdenken, Ja. das vorausgehen muss. Ja, richtig, ja. Also ich habe da letztens auch nochmal drüber nachgedacht, als ich etwas über das Bilsenkraut nachgelesen habe. Das wurde ja früher auch im schamanischen Kontext gebraucht oder also in der Hexerei sozusagen. Das Ja, ja, ist ja, halt ja, das Hexenkraut. Und heutzutage weiß man ja auch gar nicht mehr, wie man das dosieren würde. ja. Also es kann ja extrahiert werden und dann im Labor kann man das alles berechnen. Aber wenn man das jetzt so aus dem Instinkthaften verwenden würde, kann das ja auch mal nach hinten losgehen, sage ich mal. Man muss mit seinem Leben bezahlen. Ja, ich meine, er hat ja gerade gesagt, die Instinkte sind halt weg. Das ist der Punkt. Und nur eben die andere Seite, es ist klar, ich meine, der Weg, den heute die Wissenschaft oder die Forschung geht, ist Bewusstsein zu entwickeln, wie wirkt das Ding. Nur Weisheit ist das noch lange nicht. Man spricht halt in der Medizin also immer von den Wirkmechanismen, also wie wirkt ein Heilstoff. Und dann kann man das angeben, genau welche Stufen das durchgeht. Nur der Punkt ist, es wirkt in Wahrheit auf den ganzen Organismus und man kennt die 100.000 anderen Wirkungen nicht. Man sieht sie an jedem Beipackzettel von einem Medikament an 100.000 Nebenwirkungen. Aber das sind eigentlich nicht Nebenwirkungen, sondern das gehört halt zu dem ganzen Wirkungsspektrum in Wahrheit dazu. Und das heißt, das wirkt an allen Ecken und Enden im Grunde. Und verstehen tut man aber so einen winzigen Teil davon. Und das ist der Wirkmechanismus. Aber es ist schon gut, den zu durchschauen, aber in Wahrheit geht es viel, viel weiter. Man hat viel zu wenig Kenntnisse, wo das überall noch eingreift. Ist alles problematisch. Ich meine, auch die Geschichten mit der Gentechnik oder so, mit der Genschere da, mit der Ding, das ist ja auch nicht so, dass die eben so präzise ist, dass die nur das macht, was die wollen. Die hat Wirkungen an allen möglichen Stellen der DNA in Wahrheit. Und sie hat unter anderem die Wirkung, dass man wirklich ein Stückchen rausschneiden kann und dann was anderes einsetzen kann. Aber wo das noch alles Veränderungen hervorruft, das beginnt man überhaupt erst vage zu ahnen. Und das heißt, so klar und übersichtlich, wie sich der Verstand vorstellt, ist es halt nicht, sondern das sind tausende andere Wirkungen noch, die man überhaupt noch nicht kennt. Und die fehlen in dem ganzen Schema irgendwo. Also auf dem Papier schaut es klar und verständlich und nachvollziehbar aus, aber in Wahrheit passiert viel, viel mehr, was man nicht kennt. Also dann ist halt auch nicht die Klarheit da, von der man träumt. Ja, aber dann wird es präsentiert von Wissenschaftlern im Kittel mit Doktor, Professor sowieso und dann, ja, wenn der das sagt, da Ja, muss ja was dran natürlich. sein. Ja, Da es ist kommt, ein das ist ja Geschäft. schon fast eine religiöse Komponente, ne? Also diese Gläubigkeit an die Wissenschaft an dieser Stelle. Nicht wissen, sondern glauben, das wird schon seine Richtigkeit haben. Ja, es ist sicher eine Glaubensfrage heute. Und der Glaube ist sehr stark. Wir glauben heute, halt, dass es gibt ein klar durchschaubares Rezept, mit dem kann ich das Problem aus der Welt schaffen. Und das funktioniert aber in den meisten Fällen halt vor allem dort, wo es ums wirkliche reale Leben geht, sei es im sozialen, sei es aber eben auch wirklich im biologischen Bereich, nur sehr bedingt. Sagen wir es einmal vorsichtig so. Weil viel, viel mehr Einflussfaktoren sind, sehr viel mehr Stellen, an denen was passiert, was man überhaupt gar nicht mitkriegt bis jetzt noch.
Es wird aber auch nicht zu lösen sein, wenn man immer mehr Details, 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 weil wenn die Zusammenschau fehlt, die fehlt heute hauptsächlich noch. Dass man sieht, wie ist das in den ganzen Kontext eingeordnet, also ins Umfeld, in die ganze Umwelt. Man kann nicht eine Pflanze herausnehmen und die im Labor untersuchen, sondern die wirkt, hat ganz andere Probleme zu bewältigen, wenn es jetzt draußen in der Natur ist. Da spielt das ganze Umfeld eine Rolle. Das weite Umfeld. Das war ja genau, damit fängt ja genau der siebte Vortrag an, ne? Ja, genau. Dass man ist heute gewohnt, eine Pflanze für sich anzuschauen sogar und dann von dieser ausgehend eine Pflanzenart zu betrachten, für sich eine andere daneben wiederum für sich. Also immer in Schachteln denken. Ja, mit der Denkweise vorhin dann innerhalb des kleinen Bereichs alles zerlegen in die kleinsten Details, dann hat man 100.000 Details, aber das Ganze versteht man überhaupt nicht. Fehlt nur leider das Ist die geistige gebrannt, Band ja, da von geht jetzt sicher gleich. Mephisto. Ich Aber das meine, zieht sich ja durch bei den Menschen genauso. Also man kann es nicht eine einzige physische Krankheit betrachten, wenn man nicht das gesamte Umfeld betrachtet oder den Menschen als gesamtes Wesen mit allem, was ihn beeinflusst oder umgibt. ja. Also das ist genau das Gleiche. Und dieses ausufernde, unkontrollierte, was fällt mir auch ein bei Medikamentengaben. Es gibt da, ich glaube, Ärzte sagen, ja, wenn man mehr als drei Medikamente, drei oder fünf gibt, dann ist eh nicht mehr zu sagen, was an Nebenwirkungen geschieht und was, also dann taucht vielleicht was neues Problem auf, wo ein Arzt wirklich nicht mehr sagen kann, ist das Problem aus dem Organismus des Patienten oder ist es eine Nebenwirkung eigentlich? Ja. Was aber dann regelmäßig gemacht wird, ist dann das nächste Mittel dagegen zu geben. Genau. Und das ist ganz normal. Also Ja. überall, wo Medikamente gegeben werden, ist das Alltag. Ja. Ja. Ja, eh, und das ist ja im Grunde ja herumprobieren. Was auch nur dazu kommt, ist, was das der Mensch ja selber, der die Medikamente nimmt, glaubt, das ist jetzt durch das Medikament, ist die Geschichte erledigt. Aber er muss nichts dazu tun. Das heißt, das ist ein passives, bitte behandle mich und alles ist gut. Aber dass der Mensch selber dazu etwas tun und an sich arbeiten muss, das wird komplett ausgeblendet. Dass er bei sich auch was verändern muss, um ein Medikament überhaupt zu einer Wirksamkeit zu bringen, wenn es schon notwendig Ja. ist. Also, weiß ich nicht, bei den Pflanzen ist es oder Tieren, Ja. wenn sie krank sind, muss sie wahrscheinlich das gesamte Umfeld ändern und nicht nur ein Düngemittel oder ein Insektenschutz oder irgendein Mittel anwenden. Ja, das ist wirklich ein sehr, sehr weites Thema. Also das, was da jetzt speziell für die Landwirtschaft besprochen wird, das geht eben bei Gesundheit, Krankheit Alles. Also das mindestens ist genauso. ein roter Faden, der untrennbar mit bis zu den Krankenhäusern sich durchzieht. Ja. Bei mir triggert das gerade was. Du hast es gesagt, Margareta, und ich habe Folgendes aufgefasst. Wenn ich jetzt als Arzt oder als Landwirt dem Problem eine einfache, schnelle Lösung gegenüberstelle. Ja, zum Beispiel, ach, das ist eine Pilzkrankheit, okay, Fungizid, baff, rüber. Also schnelle. Dann sagt der Verstand, ja, Problem, Lösung, Fall erledigt, nächstes, ne? Mach mal weiter. Oder bei einer Genau. Krankheit, ja. Der Mensch hat eine Krankheit, der Arzt sagt, Pille nehmen, abschlucken, gut ist, fertig. Aber das führt oftmals, wenn der Betreffende nicht be persönlich beteiligt ist und auch eigene Kräfte hinzusteuert, dann würde ich mal denken, es dauert es nicht lang, dann ist ein ähnliches Problem wieder da und vielleicht ist es noch größer. Und vielleicht ist das tatsächlich auch in dem Kontext von Natur und Kultur so,
dass wenn man einfache Lösungen macht, dass das auch nicht so das Gleiche ist, wie wenn man womöglich ein Problem hat in der Landwirtschaft und sagt, ja, man kommt nicht mit der schnellen Lösung, sondern man erarbeitet eine andere Perspektive und gesundet auf diese Weise den Ort. Manchmal glaube ich, dass es ganz simple Sachen sind, die einfach aber den Faktor Zeit, der zu groß also eine zu große Rolle spielt. Also einfache Maßnahmen, die aber eine Wirksamkeit erst nach einer langen, langen Dauer, die viel Geduld erfordert, erzielen. Ohne dass ich jetzt mit einer Bombe drüber fahre. Und das ist aber, ich habe jetzt einfach eine ganz konkrete Situation im heilpädagogischen Bereich. Ein großes Thema. Also da ist der Faktor Zeit, ist, ich sage immer, vernachlässigbar. Die Zeit ist etwas, was da nicht eine Rolle spielen darf. Heutzutage meinst du leider so. Weil es muss ja alles schnell gehen, sofort Ja, schnell. sicher. Ich meine, aber du hast natürlich als landwirtschaftlicher Betrieb auch die Notwendigkeit, wirtschaftlich über die Runden zu kommen. Jetzt habe ich dich gar nicht von der Weich werden dabei, aber du musst das leisten können. Ich kann nicht sagen, jetzt pflege ich mal 10 Jahre den Acker und dann werden wir schauen, ob wir dann irgendwann zum Verdienen auffangen, dass wir zumindest leben können davon, dass wir den Betrieb unterhalten können. Den musst du vom ersten Jahr an unterhalten können, sonst ist er weg. Aber Also eine das ist halt. Balance finden muss man da ja schon, ne? Aber deswegen ist ja bei Momo das mit den grauen Herren auch so, dass deren Thema ist ja die Zeit, ne? Dass sie die Zeit an sich nehmen. Durch diese, dadurch, dass sie den Menschen die Zeit entschwindet, verrohen sie eigentlich auch im Sozialen. Dann ist da nichts mehr mit Freunde und sich Zeit nehmen. Und Zeit heißt ja auch einen Raum eröffnen für Möglichkeiten, dass sich was entwickelt im eigenen Tempo. Aber wir haben halt heute wirklich ein Höllentempo in der Zivilisation drinnen, bei fast allem. Erschwert die Sache, sagen wir es so. Ja, lass mal Ja, schnell weitermachen hier. genau. Zacki, zack hier. Ja, genau. Nicht so viel reden. Meine Güte. Also, lass mal. Bist du weiter, Wo oder? sind wir? Und dann findet man, Man, dass dass die die, Vogelwelt, ja. genau. Und dann findet man, dass die Vogelwelt dann schädlich wird, wenn sie nicht an ihrer Seite den Nadelwald hat, damit dasjenige, was sie vollbringt, ins Nützliche umgewandelt werde. Und jetzt wiederum wird der Blick weiter geschärft und man bekommt eine andere Verwandtschaft heraus. Hat man diese merkwürdige Verwandtschaft der Vögel gerade mit den Nadelwäldern erkannt, dann bekommt man eine andere Verwandtschaft heraus, die sich deutlich einstellt, die zunächst eine feine Verwandtschaft ist, in solcher Feinheit wie diejenige, die ich angeführt, die sich aber sogar in eine gröbere umsetzen kann. Nämlich zu all dem, was nun zwar nicht Baum wird, aber auch nicht kleine Pflanze bleibt. Zu den Sträuchern, zum Beispiel Haselnusssträuchern. Da haben die Säugetiere eine innere Verwandtschaft und man tut daher gut, zur Aufbesserung seines Säugetierwesens in einer Landwirtschaft, in der Landschaft, strauchartige Gewächse anzupflanzen. Einfach schon dadurch, dass die strauchartigen Gewächse da sind, üben sie einen günstigen Einfluss aus. Denn in der Natur steht alles in Wechselwirkung. Aber man gehe weiter. Die Tiere sind ja nicht so töricht wie die Menschen.
Die merken nämlich sehr bald, dass diese Verwandtschaft da ist. Und wenn sie merken, dass sie die Sträucher lieben, dass ihnen die Liebe dazu angeboren ist, dann bekommen sie auch diese Sträucher zum Fressen gern. Und sie fangen an, das Nötige davon zu fressen, was ungeheuer regulierend wirkt auf das andere Futter. Aber man kann, wenn man so diese intime Verwandtschaft in der Natur verfolgt, von da aus wiederum Blicke gewinnen für das Wesen des Schädlichen. So wie der Nadelwald eine intime Beziehung zu den Vögeln hat, die Sträucher eine intime Beziehung zu den Säugetieren haben, so hat wiederum alles Pilzige eine intime Beziehung zu der niederen Tierwelt, zu Bakterien und ähnlichem Getier, zu den schädlichen Parasiten, zu den schädlichen Parasiten nämlich. Und die schädlichen Parasiten halten sich mit dem Pilzartigen zusammen. Sie entwickeln sich ja dort, wo das Pilzartige in Zerstreuung auftritt. Und dadurch entstehen jene Pflanzenkrankheiten, entstehen auch gröbere Schädlichkeiten bei den Pflanzen. Bringen wir es aber dahin, nicht nur Wälder zu haben, sondern Augen in entsprechend Owen. ab. Bringen wir es aber dahin, nicht nur Wälder zu haben, sondern Auen in entsprechender Nachbarschaft der Landwirtschaft, so werden diese Auen dadurch ganz besonders wirksam werden für die Landwirtschaft, dass in ihnen ein guter Boden vorhanden ist für Pilze. Und man sollte darauf sehen, dass die Auen besetzt sind in ihrem Boden mit Pilzen. Und da wird man das Merkwürdige erleben, dass, wo eine Aue, eine pilzreiche Aue, wenn auch vielleicht gar nicht von starker Größe, in der Nähe einer Landwirtschaft ist, dass da dann diese Pilze nun durch ihre Verwandtschaft mit den Bakterien und dem anderen parasitären Getier dieses Getier abhalten von dem anderen. Denn die Pilze halten mehr zusammen mit diesem Getier, als dass die anderen Pflanzen tun. Neben solchen Dingen, wie ich sie angeführt habe, zur Bekämpfung solcher Pflanzenschädlinge, besteht auch noch die Möglichkeit, im Großen die Möglichkeit, durch Anlegung von Auen das schädliche Kleingetier, das schädliche Kleinviehzeug von der Landwirtschaft abzuhalten. Gut, ich Gut. gebe die Wiederholung weiter an An mich, dich. genau. Gut. So. Das ist, wo ist Und es? dann findet man da oben. Genau. Und dann findet man, dass die Vogelwelt dann schädlich wird, wenn sie nicht an ihrer Seite den Nadelwald hat, damit dasjenige, was sie vollbringt, ins Nützliche umgewandelt. Und jetzt wiederum wird der Blick weiter geschärft und man bekommt eine andere Verwandtschaft heraus. Hat man diese merkwürdige Verwandtschaft der Vögel gerade mit den Nadelwäldern erkannt, dann bekommt man eine andere Verwandtschaft heraus, die sich deutlich einstellt, die zunächst eine feine Verwandtschaft ist. In solcher Feinheit wie diejenige, die ich angeführt, die sich aber sogar in eine gröbere umsetzen kann. Nämlich zu all dem, was nun zwar nicht Baum ist, aber auch nicht kleine Pflanze bleibt, zu den Sträuchern, zum Beispiel Haselnusssträucher. Da haben die Säugetiere eine innere Verwandtschaft. Und man tut daher gut, zur Aufbesserung seines Säugetierwesens in einer Landwirtschaft, in der Landschaft strauchartige Gewächse anzupflanzen. Einfach schon dadurch, dass die strauchartigen Gewächse da sind, üben sie einen günstigen Einfluss aus. Denn in der Natur steht alles in Wechselwirkung. Aber man gehe weiter. Die Tiere sind ja nicht so töricht wie die Menschen. Die merken nämlich sehr bald, dass diese Verwandtschaft da ist. Und wenn sie merken, dass sie die Sträucher lieben, dass ihnen die Liebe dazu angeboren ist, dann bekommen sie auch diese Sträucher zum Fressen gern. Und sie fangen an, das Nötige davon zu fressen,
was ungeheuer regulierend wirkt auf das andere Futter. Aber man kann, wenn man so diese intime Verwandtschaft in der Natur verfolgt, von da aus wiederum Blicke gewinnen für das Wesen des Schädlichen. So wie der Nadelwald eine intime Beziehung zu den Vögeln hat, die Sträucher eine intime Beziehung zu den Säugetieren haben, so hat wiederum alles Pilzige eine intime Beziehung zu der niederen Tierwelt, zu Bakterien und ähnlichem Getier, zu den schädlichen Parasiten nämlich. Und die schädlichen Parasiten halten sich mit dem Pilzartigen zusammen. Sie entwickeln sich ja dort, wo das Pilzartige in Zerstreuung auftritt. Und dadurch entstehen jene Pflanzenkrankheiten, entstehen auch gröbere Schädlichkeiten bei den Pflanzen. Bringen wir es aber dahin, nicht nur Wälder zu haben, sondern Auen in entsprechender Nachbarschaft der Landwirtschaft, so werden diese Auen dadurch ganz besonders wirksam werden für die Landwirtschaft, dass in ihnen ein guter Boden vorhanden ist für Pilze. Und man sollte darauf sehen, dass die Auen besetzt sind in ihrem Boden mit Pilzen. Und da wird man das Merkwürdige erleben, dass wo eine Aue, eine pilzreiche Aue, wenn auch vielleicht gar nicht von starker Größe, in der Nähe einer Landwirtschaft ist, dass da dann diese Pilze nun durch ihre Verwandtschaft mit den Bakterien und dem anderen parasitären Getier dieses Getier abhalten von dem anderen. Denn die Pilze halten mehr zusammen mit diesem Getier, als das die anderen Pflanzen tun. Neben solchen Dingen, wie ich sie angeführt habe, zur Bekämpfung solcher Pflanzenschädlinge, besteht auch noch die Möglichkeit, im Großen die Möglichkeit, durch Anlegung von Auen das schädliche Kleingetier, das schädliche Kleinviehzeug von der Landwirtschaft abzuhalten. Bis daher, glaube ich, waren wir. Ich muss gerade daran denken, dass ja viele Weinbaugebiete in Flussnähe liegen. Also Rheingau zum Beispiel am Rhein, Saale-Unstrut, Würzburg, da ist ja auch also Weinbauregion Franken in Würzburg. Na, Oder Donau. an der Mosel. Ja. Und an der Mosel, also die Weinberge wurden ja auch schon zur römischen Zeit angelegt. Und dann macht das schon Sinn. Also die, ne, vielleicht kann man sagen, die wussten es noch aus einer instinkthaften Art und Weise. Und die sind ja größtenteils verschwunden. Also am Rhein, wenn man im Rheingau ist, da ist ja keine Aue mehr. Da ist ja alles befestigt und begradigt. Klar. Und seitdem hat man ja auch viel dann wieder mit, also ich weiß nicht, ob seitdem, aber heutzutage ist es ja so, dass man viel mit dem ganzen, also mit den ganzen Pilzkrankheiten Probleme hat. Also vor allem ja dem Mehltau. Der Donauauen sind ja berühmt und das ist ein ständiges Streitthema, weil das ist ein riesiges Gebiet, einfach wo auch eben Büsche, Vögel und also das ist Naturschutzgebiet im Prinzip. Und ich erinnere mich, also wie ich das da jetzt gelesen oder wie wir das gelesen haben, ganz eine wirklich ganz frühe Kindheitserinnerungen an dort, wo ich aufgewachsen bin, dass immer auf dem dort, wo die Kühe draußen waren auf der Weide. Das war ganz klein, aber da waren immer so kleine Hütten und es waren immer Hollerbüsche und Haselbüsche. Also Was sind das Hollerbüsche? Holler, bitte? Hollerbüsche, was sind das? Holunder. Ach Holunder. so, Holunder. Holunder, Also es gibt so einen Kinderreim, Holler, unterm Hollerbusch, was weiß ich, macht man ja. husch, husch, husch oder so. Auf jeden Fall Hollerbüsche oder Büsche. Holunderbüsche und Haselbüsche sind für mich also ganz untrennbar mit so Hütten auf einer Weide verbunden. Das hat man einfach gewusst, offenbar und instinktiv. Also es ist. Ja.
Es hat auch wie soll ich sagen, also für mich ist das Bild selber auch sehr schön und harmonisch und stimmig. Ja, sicher. Also, alles, was da steht, und das ist ja stimmig, ist, dass es ja die ganze Landschaftsgestaltung eine Rolle spielt. Ja, aber jetzt, da Das müsste man Ganze. sich einfach bewusst machen, oder das ist die Bewusstmachung quasi, warum. Ja. Ja. Oder die Büsche, die ja fehlen, das ganze Buschwerk. Früher hat es wahnsinnig viele Spatzen gegeben. Und also die Sperlinge. Und die brauchen aber, glaube ich, Buschwerk, wo sie sich verstecken, wo sie in Horden drinnen waren und einfach gechillt haben. Das ist komplett fast weg. Ja. Ich finde bei dem Ansatz mit den, wie es hier beschrieben ist, mit den Pilzen, es ist ein ganz anderes Denken. Vorher hatte ich gedacht, naja, es kommen Pilze da, wo Bedingungen herrschen, dass Pilze sein können. Ja? Ja. Also schaffe ich hier eine Bedingung für Pilze, eine bestimmte Feuchtigkeit und, und. Ja, dann kommen die halt hier hin. Aber so wie es hier beschrieben ist, kann man es vielleicht auch anders sehen, nämlich dass global an den Wesen und Lebewesen gibt es halt auch Pilze, die sowieso auch ihren Platz brauchen, egal wo. Das heißt, wenn man jetzt keinen geeigneten Platz findet, dann gehen die halt dahin, wo es vielleicht weniger geeignet ist, für den Menschen, nämlich in die Ackerfruchtkulturen und ähnliches. Also sie stören dann da, ja. Das heißt, es ist gar nicht die Frage, ob man das jetzt, also das sollte man nicht bewerten mit den Pilzen, sondern man muss einfach nur einen Ort schaffen, wo die sein können. Also ein Pilzhotel in Form von einer Aue. Dass man sich einfach sagt, ja, Pilze sind eh da, was brauchen die? Wo will ich als kulturschaffender Mensch die hinhaben? Und muss dann den Raum schaffen, dass die auch Ja sagen können dazu. Dann passt es. Da hat jeder seins, also jedem Wesen sein, ja, sein Ort. Ja, und das heißt, dass wir aber da vieles jetzt wirklich eben ganz bewusst dann gestalten müssen, weil vieles ja, was naturgemäß da war, einfach verschwunden ist, wenn man es aus Unkenntnis heraus halt einfach zugeschnitten hat auf das, was gerade im Fokus stand, und der Rest ist weg, der dazu gehört. Also das heißt, man muss aktiv was tun, dass sich sowas wieder ausbilden kann. Und mir kommt gerade auch das Soziale, also das Soziale bei Menschen. Da ist es auch nicht möglich, das, was einem unangenehm ist, was einem unsympathisch ist, das wegzuschalten. Ja, nach dem Motto, ja, den mag ich nicht und der soll mir aus den Augen treten. Sondern auch da ist es so, dass das Unliebsame eben auch Teil ist. Aber man muss gucken, ja, wie man einen Ort dafür schaffen kann, dass das sein kann, solange es sein will. Weil jeder Mensch hat ja auch an sich unliebsame Seiten für andere. Und da will man ja auch nicht vernichtet und verdrängt werden, sondern dann ist es ist irgendwie menschengerecht, wenn andere sagen, okay, zum Beispiel jetzt meine Richtung, okay, François, das sehen wir, das ist dein Anliegen oder dein Problem oder was auch immer. Aber wir vernichten dich nicht komplett, sondern lass uns doch mal einen Raum schaffen, wo das sein kann. Also besprechen wir das doch vielleicht an anderer Stelle, dieses Thema, dein Anliegen, was dich da so drängt, ja. Und dadurch können ja Dinge auch wieder in Ordnung kommen, wenn da Unruhe ist in Menschen. Und was ich so im Wirtschaftsleben kennengelernt habe, ist so wie damals im Mittelalter dem Kontrahenten der Kopf abgeschlagen worden ist, so ist es heutzutage in der Wirtschaft so, dass man seinem Gegenüber oder Mitspieler Aufträge entzieht und dann droht der wirtschaftliche Tod. Oder im Sozialen werden Leute ausgegrenzt und gesagt, ja, du bist jetzt nicht mehr dabei in unserem Kreis, in unserer Runde, ne? Du fliegst jetzt hier raus. Ja, sicher. Im wirtschaftlichen Bereich haben wir
Mit einem starken Verdrängungswettbewerb. Und das schafft aber auch wirtschaftliche Monokulturen. Also ein paar große dominieren alles. Im Grunde. Also da ist auch die Diversität im Schwinden in Wahrheit. Und damit entstehen einfach so Einseitigkeiten, die halt dann in Wahrheit auf Dauer aber nicht lebensfähig sind. Also die jedenfalls viel Schaden erzeugen auch. Und die Monokultur in der Landwirtschaft ist eins zu eins auch mit der Monokultur in der Wirtschaft. Also das ist dasselbe Bild. Wenn ich durch Frankreich fahre, über die Strecken mit der Autobahn, die ich so kenne, an die Orte, an die ich so muss, dann kann es sein, dass ich hunderte Kilometer fahre und ich sehe nur riesige Ackerflächen. Ich sehe nicht einen Menschen, ich sehe nicht ein Auto, ich sehe nicht einen Busch, nicht einen Baum. Es ist eine Öde. Und ich denke mir, also gut, man sieht von der Autobahn natürlich nicht die Infrastrukturen, die Feldwege und wo ist der nächste Bauernhof, aber das Auge ist es erstmal, es ist überhaupt nicht in Parzellen, es ist überhaupt, also wo soll ein Vogel, wo soll der hin, wenn der da mal rumfliegt? Was soll der da? Und ich denke mir, das ist auch alles so einem Gedanken von Effizienz unterworfen. Nach dem Motto, lass uns große Strecken fahren, ist günstiger, da kann man eben besser durchdonnern mit seiner Tätigkeit, ja, aber es verdrängt ja das Leben. Offensichtlich. Ja, ich meine, es ist natürlich eine große Herausforderung heute, weil allein wenn man jetzt nimmt Ernährung der Menschheit, ich meine, die Menschheit hat halt auch sehr zugenommen. Dicker geworden. Ja, wenn man denkt, dass wir jetzt schon praktisch auf 8 Milliarden stehen, zu Steiners Zeiten war es so ein bisschen über 1 Milliarde, wenn ich das so richtig in Erinnerung habe. Und ich kann mich erinnern, wie ich in der Schule war, waren es nur 4 Ja, Milliarden. ja. Also das fällt in meine Lebenszeit noch rein und das ist das Doppelte. Und das braucht Nahrung, das erzeugt Abfall und so weiter, wenn man sich so brutal rechnet. Ja, da ist mehr los, ne? Da ist mehr los, ja. Und wenn ich jetzt noch ins 19., 18. Jahrhundert zurückgehe, ich meine, das ist ja eine Lächerlichkeit geradezu, was da ein Mensch auf der Erde war im Vergleich zu jetzt. Es ist kein Wunder, dass jetzt alle Naturflächen, wo das halt noch naturgemäß alles funktioniert hat, in gewisser Weise, dass die weg sind. Weil im Grunde gibt es ja fast keine wirklichen Naturlandschaften mehr, also Urwälder und solche Sachen, das ist ja schon sehr, sehr, sehr zurückgedrängt. Ja, aber dieses Aufgeben von Höfen, von kleinen familiären Strukturen, ist ja aus meiner Sicht weit überwiegend aus wirtschaftlichen Gründen, dass Leute sagen, es lohnt sich ja nicht mehr. Ich kann ja nicht mal, ich kann davon nicht mal mehr meine Stromrechnung zahlen, wenn ich hier mit meinen paar Kühen rummache. Ja, Also das kann. nicht irgendwas Globales, was da sagt, oh, das ist aber nicht effizient, wenn du das so kleinbäuerlich machst, schließt dich dem Großen an, verkaufst an den Konzern, dann kriegen wir die Leute satt, das ist ja gar nicht unmittelbar, was sich als Problem so stellt, sondern es ist der wirtschaftliche Tod. Verkaufen die Genau. Leute, das war's. Christian? Ja. Nee, ich dachte gerade nur noch mal drüber nach, was Wolfgang gesagt hat und was du ja zuvor gesagt hast. Das stand so jetzt gerade für mich so ein bisschen Widerspruch. Ne? Auf der einen Seite sind wir irgendwie viel mehr, aber auf der anderen Seite der Mensch total ausgelagert, der Landschaft. Also du hast ja das Beispiel gebracht von diesen Riesenfeldern. Man könnte sich ja fragen, wo sind die alle? Wenn wir ja immer mehr wären, dann müssten die ja mehr so auch aufs Feld. Aber das ist halt eben, glaube ich, auch so, weil ja viele auch sich so Richtung Stadt orientieren. Ja, Und dann hat sicher. ja einfach dieser Strukturwandel
so sich Ja, so voll sicher. verbietet. Ich meine, es ist ja in vielen Bereichen, also Australien ist es sehr stark schon, dass eben im Grunde die Maschinen selber fahren, vieles selber machen und der Mensch eigentlich immer weniger zu tun hat damit. Also riesige Felder, die einfach so gestaltet sind, dass halt die Maschinen gut fahren können dort. Autonom fahren können. Also dort tun sie es schon, was auf den Straßen jetzt nur wenig ist, aber dort tun sie es, das ist einfacher. Aber der Mensch ist weg von dort. Wenn man mit mehr Menschen und weniger Maschinen Flächen bewirtschaftet, dann ist die, kann man mehr, ja, raus, ich mag den Begriff nicht rausholen, aber man kann doch mehr, ich nehme jetzt mal rausholen, als wenn du es en gros machst, ja, also wenn du gärtnerisch eine Fläche bearbeitest, kannst du natürlich viel intensiver auch arbeiten. Ja, Und sicher, das ist auch geworden. wenn es jetzt um die Effizienzfrage ginge, dann kann man jetzt nicht unbedingt sagen, dass der Output der bessere ist, wenn man mit zwei Leuten 1000 Hektar bearbeitet. So, was ja was nicht ungewöhnlich ist. Und Ja. Beispiel Dottenfelder Hof, da bis zu 170 Leute arbeiten da, und die Basis sind 200 Hektar. So, das. Ja. Oder ich hatte mal eine Filmdokumentation gemacht über einen französischen Bäckereibetrieb, die bäuerliches Backen machen zu dritt, also ein Ehepaar und der Bruder. Und bei dem war das Ökonomische nie die Frage. Also der hat immer sein ganzes Brot verkauft gekriegt und konnte gar nicht bedienen. Also es hätte noch viel mehr Kunden geben können. Und die Brote waren echt nicht günstig. Also so ein Laib Brot von, weiß nicht, so die Größe, ich weiß das Gewicht jetzt nicht, aber das waren dann bestimmt 10 Euro. Und also für deutsche Verhältnisse dachte ich mir, das ist ja dreimal so teuer wie in Deutschland. Das ist ja Wahnsinn, ja. Aber es war nie eine Frage des Verkaufs. Also da widerspreche ich mir, dass sich das nicht lohnt, ja. Also bei ihm lohnte sich das und dennoch hat er gesagt, er wird die Produktion jetzt nicht vergrößern, sondern es bleibt das, was es ist, weil so ist es menschengerecht, so ist es angenehm. Ja, weil So. wenn es zu groß wird, kannst du es gar nicht mehr als Mensch bewältigen. Du bist nicht mehr dabei, einfach. Es Ja. wird der fremd irgendwo. Ja, sicher. Ja. Nein, das wird ja natürlich oft behauptet, eben durch den großflächigen Anbau und das mineralische Düngen und das alles. Sonst könnte man ja die Menschheit nicht ernähren, wenn man das Das nicht wird denkt. immer wieder gesagt, ja. Das ist das Standardargument. Aber nur der Punkt ist, es ist wirklich in Wahrheit eine Politik der verbrannten Erde, weil einfach der Boden immer schlechter wird, auf längere Sicht gesehen. Auch die Gesundheit wird immer schlechter von allen. Ja, ja. Vom Boden, von Bodenlebewesen und von den Menschen, die Sachen da essen. Bei der Getreidepflanze möchte ich gerade nochmal so anbringen. Ich finde, das muss man sich nochmal so, oder kann man sich vor Augen führen, wie wahnsinnig unterschiedlich das ist, dass in der konventionellen Landwirtschaft eben nochmal eine Kopfdüngung gemacht wird. Das heißt, im letzten Moment vor der Ernte wird nochmal gedüngt, sodass das Eiweiß sich nochmal so richtig aufbläht. Ja, und sowas nimmt der Verbraucher ja auf, was aufgebläht ist, was nicht durchgereift ist, Ja. was nicht seine Zeit hatte, Zeit und Raum, sondern wo es nochmal wie Ja. Anabolika aufgepeitscht wurde. Das sind Ja. unreife Eiweiße. Das ist keine gesunde Sache. Das ist riesig unterschiedlich Nein, zur nein, nein. biologischen Landwirtschaft. Riesig. In Wahrheit, also, wenn man es wirtschaftlich anschaut, die Folgekosten sind riesig, weil der Boden wird ruiniert, die Menschen werden krank davon, letztlich auf lange Frist irgendwo da. Haben irgendwelche Mangelerscheinungen oder sonstiges, weil da was fehlt.
Wo sie dann wieder was zu sich nehmen, was kostet, wo jemand anderer was verdient. Ja. Ja, aber es ist doch blöd, es macht doch keinen Spaß. Na, aber Ja. was, na, es macht keinen Spaß. Und was noch dazu kommt, ist, dass ja Unmengen von Lebensmitteln, wo man eh schon ein bisschen, aber noch zu wenig umdenkt, weggeworfen werden. Also Ja. es werden Lebensmittel produziert in rauen Mengen, die eigentlich nur Magenfüller sind und aber auf der anderen Seite auch weggeworfen werden. Also da stimmt auch hinten und vorne was nicht zusammen. Ja. Ja, eh. Ja, aber viele sehen einfach keine Alternative und sehen halt, nehmen das als lächerlich, dass man es anders auch machen könnte. Ja, es würde vielleicht helfen, wenn man nur ein bisschen umdenkt und nicht alles anders, aber halt wenigstens da und dort schon einmal ansetzt, ein bisschen was anders zu machen. Weil zum Beispiel, wenn du Felderbegrenzungen wegen des, wo wir gesprochen haben, dass die Felder einfach so groß sind und Kilometer durchlaufen, wo sollen da die Kleintiere hin? Vögel oder Hasen oder Füchse, Rehe, Rebhühner, keine Ahnung. Und dass man da bewusst auch pflanzt, eine Linie durch mit Baum und Busch, das gibt es noch in Österreich zumindest, also von der Landwirtschaft her, dass einfach eine Feldbegrenzung quasi durchgehend mit Busch und Baum durchgepflanzt wird. Da können noch das Kleingetier sich flüchten. Also sowas müsste man einfach, so kleine Sachen. Vielleicht bin ich naiv, wenn ich sowas sage. Ich denke, das ist vollkommen richtig und unerlässlich, müsste eigentlich gar nicht diskutiert werden, sondern das wäre selbstverständlich. Es ist nur so, dass auch eine Hecke und ein Baum muss gepflegt werden und das ist mehr Arbeit, als man so denkt, weil man sieht es ja im eigenen Garten, Ja, sicher, ja. wie triebig der ein oder andere Baum oder Busch ist, wenn das schießt, einen Meter oder so, und da musst du eigentlich Jahr für Jahr hinterher. Ja, da müssen Ja. auch Leute dann Bäume und Hecken schneiden, es muss abtransportiert werden und, ne? Das Ja. Ja, und das ey, steht und ja das dem stimmt. Gedanken das steht dem Gedanken des OP Desinfektionsraum entgegen, weil die Landwirtschaft im konventionellen wird ja so fast schon also so steril betrieben, dass man ja jegliche Rhythmen der Natur unterdrückt und die einen eigenen Rhythmus, einen eigenen Takt fährt. Man selbst bestimmt, wann was gesät wird und die Bodenbearbeitung. Also man kann weitgehend die Natur ignorieren. So. Und das ist der eine Pol. Der andere, wie du sagst, Margareta, wäre ja zurück naturgerecht sein. Aber momentan spießt sich das ja etwas. Ja, klar, und da hängt unheimlich viel dran. Ich meine, an der Art, wie man die Naturflächen bearbeitet hat, da was hängt die Klimageschichte ganz stark und solche Sachen. Also es geht ja weiter. Und dann sagt nämlich mein Bauer, der 1000 Hektar bewirtschaftet zu zweit, wie soll ich die Hecke pflegen? Und wenn dann noch Getier ist, muss ich dann einen Jäger kommen lassen und so. Das macht dem Ja, nur Probleme. Also alles, was abweicht von diesen sterilen Dingen, macht ja nur Probleme eigentlich. sicher, ja. Ja. Ja, das Ja. ist eine Riesenmaschinerie, wo ein Zahnrad ins andere greift und wenn ich irgendwo was nicht mache, hat das eine Auswirkung bis zum bitteren Ende, zur Ja. letzten Konsequenz. Ja, und es ist ja so, die Landwirtschaft so zu betreiben, wie wir uns das jetzt wünschen oder erträumen und wie manche jetzt kritisieren würden, dass das romantisch sei oder so, bedeutet, man kann das gar nicht machen mit zwei Leuten, sondern das ist dann eine soziale Frage. Es ist eine Frage der Gemeinschaft, ja.
Aber es ist ja eine ganz andere Struktur. Man müsste ja dann diesem Familienbetrieb sagen, ja klar, mit euch zwei Mannekes wird das nicht gehen. Es wird auch nicht gehen, wenn es dann einen Boss gibt und viele Sklaven, so. Also man holt sich dann irgendwelche Erntehelfer her, sondern es muss im Sozialen auch nochmal ganz neu gegriffen werden. Das heißt, Leute, die sich beteiligt fühlen, die da auch wissen, sie dürfen was gestalten, sie dürfen was sagen. Das ist also auch von der Sozialstruktur was ganz Neues. Und das können natürlich Familienbetriebsmenschen erstmal gar nicht denken. Nur wenn du denen sagst, ja, pass mal auf, wir machen das so wie in einer Kommune, da haben viele was zu sagen und jeder, der initiativ ist, darf da was sagen. Da sagt er, habe ich ja als Chef nichts mehr zu sagen. Das heißt, wirft ja alles um, wie es bisher war. Das ganze Hierarchie und das ganze Patriarchentum im Kopf auch. Und dann müssen wir schauen, ob die Leute wirklich kompetent sind und wirklich wissen, was sie tun. Das ist die andere Seite. Und diejenigen, die das in sozialen Gemeinschaften machen, tun sich ja auch nicht leicht, überhaupt nicht. Da gibt es ja auch Streit und Kompetenzprobleme ohne Ende. Also die Lösung ist leider nicht in der Schublade zu finden. Nee, sicher nicht. Ja, großer Punkt. Gut, ich glaube, wir sind schon über Zeit, oder? Ja. Das nächste Mal geht es weiter in der richtigen Verteilung von Wald. Das habe ich das richtig gemerkt, ja. Ja. Gut. Müssen wir dann halt heute mal überlegen, wie wir es denn in der Weihnachtszeit machen. Ja. Ich schätze mal, weil ich glaube, der Sonntag ist Der der erste. 1., ja. Ja. 25., ne? Bitte? Lass mal das da ausfallen, ne? Ja, Denke ich. denke ich auch, ja. Also in 3 Wochen. Wird das mal so im Hinterkopf schon mal haben, ja. Ja. Und wann wollten wir jetzt die Weihnachtsimagination lesen? Haben wir noch nicht terminiert? Am 23. geht es ja nicht, weil Na, da der haben wir 23. geht es nicht und das am Weihnachtsspiel. 22. geht es aber auch nicht, weil da haben wir Probe. Das Dann Weihnachtsspiel ist am der Abend. 21. Winter beginnt. Wäre das nicht Es wäre gut? Mittwoch dann, glaube ich. Wäre das was? 21. Dezember ist eigentlich. Ja, klingt schön. Da müssen wir Ruth noch fragen, weil Mittwochs um 18 Uhr ist ja immer auch jetzt Kleingruppen-Nebenübung. Aber ja, ich finde das schön. Und irgendeinen Tag müssen wir ja nehmen. Ja, das ist ja richtig, ja. Heuer noch. Genau. Gut, klären wir das mal, ja, ob der 21. dann in Frage kommt. Okay. Schön. Okay. War schön, Ja, euch zu vielen sehen. Dank. Bis bald. Ja, Bis ebenso. viele Bald. Grüße auch an die Zuschauer an YouTube. Genau. Tschüss.